Sabine, Sie sind 14 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung vor dem Jugendschöffengericht. Ihren Vater, Rainer Breitner, habe ich als Beistand zugelassen und die Mutter der Geschädigten, Frau Tanja Lampert, nimmt hier als Nebenklägerin für ihre minderjährige Tochter teil. Die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen und für die Jugendgerichtshilfe ist Frau Lorenz anwesend. Sabine, Ihr Nachname ist Breitner, Sie sind am 21. Mai 96 in Erftstadt geboren, wohnen auch dort, ledig, Kinder haben Sie keine, gehen auch zur Schule. In welche Klasse gehen Sie? In die 10. In die 10.? Ja, ich habe meine Klasse übersprungen und seit dieser Geschichte gehe ich auf das Rheinische Gymnasium in Nörvenich. Die Anklage, Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die 14-jährige Angeklagte hat schon lange Probleme damit, sich mit Gleichaltrigen anzufreunden und baute schließlich ein freundschaftliches Verhältnis zu der 63-jährigen Rentnerin Heidrun Lambert auf. Als deren 16-jährige Enkelin Kimberly bei ihr einzog, wurde die Angeklagte so eifersüchtig und aggressiv, dass Heidrun Lambert die Angeklagte auffordern musste, nicht mehr zu kommen. Darüber war die Angeklagte so wütend, dass sie am 29. November 2010 Kimberly Lambert im Gartenhaus ihrer Großmutter angriff, sie zu Boden riss und ihr mit einer Glasscherbe eine 7 cm lange, klaffende Wunde in der Wange beibrachte. Wie von der Angeklagten beabsichtigt, wird die zurückbleibende Narbe Kimberly auf Dauer entstellen. Sabine Breitner wird daher wegen beabsichtigter schwerer Körperverletzung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Sabine, wollen Sie von Ihrem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder werden Sie Angaben machen zur Sache? Ich war das nicht und ich bin auch nicht eifersüchtig auf Kimberly. Es ist natürlich so, dass sie Kimberly bei der Polizei gesagt hat, sie hätte sie ganz genau gesehen. Das heißt, sie müsste sie zu Unrecht belasten. Welchen Grund sollte sie haben? Weil Kimberly mich nicht mag. Deshalb hat es ihr auch nicht gepasst, dass ich mich so gut mit ihrer Oma verstanden habe. Seit sie in Erftstadt angekommen ist, versucht sie mich als Lügnerin und Freak darzustellen, aber das bin ich nicht. Das sind Sie nicht. Aber wissen Sie, was Sie sagen, ist nicht ganz logisch. Sie sind doch klug. Das müssten Sie mir doch zugeben. Kimberly wird von diesem Angriff für immer eine lange Narbe der linken Wange behalten, mitten im Gesicht. Die wird sie ihr Leben lang sehen. Und nach Gutachten des gerichtsärztlichen Dienstes kann das auch durch schönheitschirurgische Maßnahmen nie mehr beseitigt werden. Wenn ihr das jemand anders angetan hat, dann lässt sie den doch frei rumlaufen, indem sie zu Unrecht belastet. Das heißt, die schützt jemanden, der ihr das angetan hat, nur um ihnen eins auszuwischen? Ganz offensichtlich ist der wahre Täter wesentlich gefährlicher als meine Mandantin. Ich meine, Kimberly schweigt aus Angst vor einem weiteren Angriff. Spielen Sie da auf diesen Mann an, von dem Ihre Mandantin schon bei der Polizei gesprochen hat, Herr Rechtsanwalt Höch? Das stimmt, das war so ein Motorradtyp. Mhm. Der war so ca. 20 Jahre alt und der sah ziemlich gefährlich aus. Ich habe die 2 Tage vor der Tat knutschend gesehen. Gefährlich, ja, aber Sie sind die Einzige, die diesen Mann gesehen hat. Ist das richtig? Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass er existiert. Ich meine, allein das Männerdeodorant und der Rasierer, den wir gefunden haben im Gartenhaus, lässt ja drauf schließen. Und ich gehe von einer Eifersuchtstat aus. Immerhin war er nicht Kimberlys einziger Freund. Hallo, hallo, kannst du vielleicht mal aufpassen? Junge, pass doch selber auf. Oh, was? Hey, Süße, na? Alles okay bei dir? Janik, ich wünschte einfach nur, es wäre alles schon vorbei. Ach, komm her, wir kriegen das schon hin. Aber sag mal, kann das sein, dass dein Bruder hier ist? Mein Bruder? Ja. Nein, natürlich nicht. Wie kommst du denn auf den? Hä, ich dachte, er wäre da gerade langgelaufen, aber ja. Janik, bitte, meine Mutter darf auf gar keinen Fall erfahren, dass mein Bruder in Erftstadt war, ja? Ich weiß. Sonst rastet die komplett aus. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Sie scheinen zu vergessen, dass meine Tochter das Opfer ist. Ja, ohne die Lügen Ihrer Tochter, da müsste die Sabine hier gar nicht sitzen. Nein, 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 nein. Die Sabine sitzt hier, weil sie ein massives Problem damit hat, Beziehungen aufzubauen. Sie hat soziale Ängste und das mag damit zusammenhängen, dass sie schon im Alter von 7 Jahren ihre Mutter verloren hat. Das ist eine Sache. Trotzdem, Frau Vorsitzende, kommt noch was hinzu. Sie hat ein ungewöhnlich hohes Aggressionspotenzial, das ich mir nicht erklären kann. Vielleicht können wir das mal in Augenschein nehmen, was wir hier... Per Video? Die Staatsanwaltschaft meint ein bestimmtes Video, das allerdings ohne ihr Wissen aufgenommen worden sein soll, deshalb einmal rein vorsorglich. Wären Sie damit einverstanden, dass ich das Video zeige? Ja, es ist zwar oberpeinlich, aber ich kann wirklich alles erklären. Dann lass uns das mal gemeinsam anschauen. Hau ab! Du auch, ich will dich nie wieder mehr sehen. Hallo, Dolly. Du bist jetzt Geschichte. Genau wie deine Freundinnen. Das Video ist am 23. November 2010 aufgenommen worden. Warum haben Sie das gemacht?
Kim hat gesagt, das wäre ein prima Ritual, um meine Kindheit hinter mir zu lassen und erwachsen zu werden. Dass sie mich filmt, das wusste ich nicht. Ich dachte ja noch, sie wäre meine Freundin. Und rumgezeigt hat sie es auch. Frau Lorenz, Sie haben ja zur Vorbereitung dieser Verhandlung hier mit ihr gesprochen, mit der Sabine. Was für einen Eindruck hat sie auf Sie? Ja, auf mich macht sie eigentlich den Eindruck eines sehr klugen Mädchens, das mal zunächst. Sie ist im Umgang mit Erwachsenen ein bisschen sehr weit. Also sie kann mit den normalen Teenager-Interessen relativ wenig anfangen. Das spielt bei ihr nicht so eine große Rolle. Und das hat natürlich zur Folge, dass sie dann auch mit den Gleichaltrigen nicht so gut zurechtkommt und die auch mit ihr recht wenig anfangen. Ja, aber das heißt doch, dass ihr die Freundschaft, die sie jetzt aufgebaut hat zu der 63-jährigen Heidrun Lambert, dass die ihr unglaublich wichtig gewesen ist. Und dann hat sie die Zurückweisung doch auch wahnsinnig hart getroffen, oder nicht? Und dafür haben sie die Kimberly verantwortlich gemacht, und zwar auf eine ganz brutale Art und Weise. Ja, aber es gibt leider nur keine weiteren Beweise, außer die Aussage von Kimberly, dass Sabine die Tat begangen hat. Und ganz nebenbei, Herr Staatsanwalt, wo ist denn die Glasscherbe? Die hat man jedenfalls nicht. Ja. Noch Fragen an die Angeklagte? Nein. Dann fangen wir direkt mit Kimberly an. Kimberly Lambert, bitte. Und Sie, Sabine, genau. Nehmen doch bitte zwischen den beiden Herren Platz. Kimberly, bitte nehmen Sie Platz. Kimberly, ich habe Sie als Zeugin geladen und Sie wissen, dass man dabei die Wahrheit sagen muss. 55, man kann nur dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Kimberly, Ihr Nachname ist Lambert, Sie sind 16 und wohnen in Erftstadt bei Ihrer Großmutter. In welche Klasse gehen Sie? In die 10. auf das Johannes-Gymnasium in Erftstadt. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert? Ja. Kimberly, wie war das jetzt mit dieser Glasscherbe? Die Angeklagte sagt nämlich hier, dass sie es jedenfalls nicht gewesen sei. Was stimmt denn jetzt? Du bist so feige, Sabine, wirklich. Ich muss jetzt mit dieser Narbe leben, ja? Nicht du, verstehst du? Mhm. Dann gib's doch zumindest zu. Mann, ich weiß doch, dass du es warst. Ich hab dich doch gesehen. Du kannst mich gar nicht gesehen haben, denn ich war es nicht. Also mit anderen Worten, lügt eine von Ihnen beiden, denn Irrtümer gibt es dabei nicht zu beachten. Welche weiß ich auch nicht. Warum waren Sie an diesem Abend 19 Uhr in etwa im Gartenhaus Ihrer Großmutter? Einfach so. Seit ich da im August hingezogen bin nach Erftstadt, da habe ich da öfter mich mal zurückgezogen, um mal lauter Musik zu hören, ohne Oma zu stören oder, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen mich auszuruhen. Wie ist es zu Ihrer Verletzung gekommen? Also, ich habe mir gerade ein Glas Wasser eingegossen, als Sabine auf einmal reingestürmt kam und sie ist sofort auf mich losgegangen. Und ich habe versucht, mich zu wehren, aber ich hatte ja gar keine Chance. Und sie hat mich dann zu Boden gerissen und hat irgendwas gestammelt von wegen, du nimmst mir meine Oma nicht ungestraft weg. Da sieht man schon, wie gestört die ist. Meine Oma. Ja, klar. Das ist meine Oma, nicht ihre Oma. Und dann hat sie eben, das Wasserglas ist dabei auch zu Bruch gegangen, als sie mich runtergedrückt hat. Und dann hat sie die größte Scherbe genommen und zack, einmal durchs Gesicht. Sie hat so irre geguckt. Kim, sag denen, wer so unheimlich. Ich werde diese Blicke nie vergessen. Frau Lambert, vielleicht können Sie uns einen möglichen Täter nennen. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit dem Mann, mit dem meine Mandantin sie hat knutschen sehen? Ach, das ist doch lächerlich. Die Geschichte hat Sabine doch nur erfunden, um mich vor meiner Oma schlecht zu machen. Und weil es jetzt wieder so super passt, hier versucht sie sich hier auch so rauszureden. Aber diesen Typen gibt es nicht. Natürlich gibt es den. Das war ein gefährlicher Motorradtyp. Der hatte so einen halben Helm auf und eine Lederjacke. Einen halben Helm, das ist interessant. Ist das jetzt ein Fantasieprodukt oder ist an dem Typen was dran? Das ist ganz und gar kein Fantasieprodukt, weil... Aha, weil? Ich habe hier nämlich ein altes Foto und, ne, kennst du, ne? Das hat nämlich Sabine nur ganz einfach beschrieben. Ach, und den meint sie? Ja. Kannten Sie diesen Typ? Nein. Oder dieses Bild? Wie auch immer, wer ist denn jetzt dieser Typ da auf diesem Foto? Ist das Ihr Ex-Freund? Auch wenn sie es nichts angeht. Ja, ich war mal mit Rico zusammen. Aber das war, als ich noch in Berlin war. Kimberly, ich bin grundsätzlich neugierig, von Amts wegen. Ja? Es geht mich also alles an, wenn ich mal vorher gefragt habe. Und das Nächste, was mich angeht, ist, wem gehören Rasierer, Männerdeo, waren im Gartenhaus an dieser Stelle gewesen. So. Was tut im Gartenhaus der Großmutter diese Abteilung? Liegen da halt. Kimberly, die Sachen zeigen doch eins ganz eindeutig, dass dort gelegentlich ein Freund übernachtet. Und es wird wohl nicht der Freund sein. Sie waren ja damals schon mit Yannick Peters zusammen. Fahren Sie zweigleisig? Ist es irgendjemand, der vielleicht dann auch nicht ganz zufrieden war? Entweder der oder Yannick Peters haben Ihnen das angetan, weil der eine vom anderen erfahren hat. Das ist doch vollkommen blödsinnig, wirklich. Das ist nicht sein Kram. Rico war weder in Erftstadt noch in der Laube. Aha. Rico, so, ja, wem gehören die Sachen denn da? Dieser Rasierer und ein Herrendeo. Liebt Ihre Oma sowas? Mir.
Weil ich rasiere mir halt mein ganzes Leben lang meine Beine mit Männerrasierern, weil die einfach besser sind. Das Deo, das mag ich halt. Frau Lammert, warum ist Ihre Tochter eigentlich alleine als 16-Jährige zu Ihrer Großmutter gezogen? Das würde mich interessieren. Ja, ich bin selbstständige Architektin und bin eingesetzt worden in Indien. Ich habe dort über 6 Monate den Bau von mehreren Krankenhäusern überwacht. Natürlich weiß ich, sie ist 16 Jahre und sie alleine in Berlin zurückzulassen, das war sicherlich auch keine Möglichkeit. Weil meine Mutter mir auch ständig in den Ohren lag, sie würde Kimberley zu wenig sehen, haben wir alle drei gedacht, das ist eine gute und sichere Lösung, dass Kim eine Weile in Erftstadt verbringt. Gut, das war es ja letztlich nicht. Kimberley, warum glauben Sie eigentlich, hat die Angeklagte sie bei ihrer Großmutter so schlecht gemacht? Ich meine, die ist doch total eifersüchtig. Ich meine, schließlich wollte meine Oma jetzt, wo ich mal da war, auch Zeit mit mir verbringen, alleine. Und das hat der natürlich nicht gepasst. Und dann ist sie total ausgerastet, als meine Oma dann auch meinte, dass sie eben nicht mehr vorbeikommen dürfte. Ich meine, du magst doch deine Oma auch, oder nicht? Und ich habe nun mal keine richtige Oma mehr. Ist es richtig? Wir haben so ein Ritual eben gesehen auf einem Video. Das Video kennen Sie, ja, hat man Ihnen bei der Polizei auch noch mal gezeigt. Da hat sie quasi ihre Puppen geschlachtet. Das soll, die Idee soll von Ihnen kommen, im Rahmen eines Rituals. Hast du das schon wieder erzählt? Ja. Natürlich nicht. Damit hat die nämlich schon angefangen, als ich noch gar nicht da war. Und am Tag hat mich nämlich ihr Vater ins Haus gelassen, als er gerade gegangen ist. Und als ich dann in ihr Zimmer kam und das gesehen habe, ich meine, da musste ich das doch filmen. Boah, hör auf zu lügen. Aber Frau Lammert, was mich doch irritiert, wenn man sich das Video anschaut, dann ist das mit einer ganz ruhigen Hand gefilmt worden. Da ist gar kein Wackler drauf. Also, ich glaube Ihnen das nicht. Stand das Handy nicht irgendwo auf dem Tisch oder Schrank und Sie haben es von dort, vom festen Platz aus gefilmt? Nee, ich hatte es in der Hand und ich habe mich halt abgestützt. Noch Fragen an Kimberley Lambert? Nein. Dann unterbreche ich zunächst einmal Ihre Vernehmung und möchte mich zur begehrten Großmutter fortsetzen. Heidrun Lambert, bitte, und Sie nehmen bitte hinten Platz. Über Ihre Vereidigung entscheide ich später. Frau Lambert, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Lambert, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sie strafbar. Heidrun ist Ihr Vorname, Sie sind 63 Jahre alt, wohnen in Erftstadt. Was sind Sie von Beruf? Rentnerin. Aber früher war ich Grundschullehrerin. Ah, vielleicht kommen Sie deshalb so gut an bei den jungen Mädchen, wenn man schlägt sich um Sie, wäre mehr oder weniger. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist korrekt. Frau Lambert, wo waren Sie am 29. November 2010 gegen 19 Uhr, als Ihre Enkelin um diese Zeit in ihrer Garten, in ihrem Gartenhaus so schwer gestellt worden ist? Ich war so circa ab 15 Uhr in meinem allwöchentlichen Bridge-Club. Und da dauert die Geschichte immer sehr lange, bis abends spät. Die Angeklagte soll ja ihre Enkeltochter aus Wut darüber angegriffen haben, dass ihre Enkeltochter letztlich dafür gesorgt habe, dass sie, die Angeklagte, am Tag vorher aus der Wohnung gewiesen haben und quasi gesagt haben, brauchst erstmal nicht wiederzukommen. Was war der Grund dafür? Also Sabine hatte mir am Tag vorher erzählt, dass sie meine Enkeltochter gesehen hat, wie sie rumgeknutscht hat mit einem älteren Motorradfreak, sag ich mal. Ich konnte das nicht glauben, weil meine Enkeltochter ist doch mit Yannick zusammen. Und da macht man doch sowas nicht. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt. Und Kim hat mir hoch und heilig versprochen, dass das nicht wahr ist. Und sie ist dann völlig ausgerastet. Sie war außer sich. Sie hat so geweint. Sie hat gesagt, das stimmt nicht. Das kann gar nicht sein. Und Sabine würde nur rumlügen, um Kim und mich auseinanderzubringen, weil sie eifersüchtig ist. Da waren Sie der Meinung, das Beste ist, man trennt die beiden erstmal und sie kommt nicht zu Ihnen. Ja, also ich bin dann zu der Auffassung gekommen, dass es besser ist, wenn Sabine uns nicht mehr besucht. Ich habe aber nicht gelogen. Jetzt weiß ich das. Du glaubst Mutter, ihr das? So das ja, aber hallo, nach dem, was jetzt alles ans Tageslicht gekommen ist, natürlich glaube ich ihr jetzt. Keine Sekunde, mir ist es neu, Frau Lambert. Ich meine, warum glauben Sie jetzt, dass sich Kimberley mit einem Motorradtyp getroffen hat? Ich habe eine alte Bekannte getroffen, die ich seit längerer Zeit nicht gesehen habe, vorgestern. Und die hat mich darauf angesprochen, auf Kim, auf das Schicksal von ihr. Und hat gesagt, sie kann es aber nicht glauben, dass Sabine die Täterin ist. Sie hält eher diesen grünhaarigen Freak für den Täter. Grünhaarig? Ja. Mit einem halben Helm? Ja. Ein interessanter Typ, muss das sein. Und den hätte sie gesehen, die Bekannte? Ja. Stimmt das, Kimberley? Also war er doch hier?
Ich hab dir vertraut. Du hast mir gesagt, dass das Mädchen lügt. Nach allem, was in Berlin gewesen ist. Sagen Sie mal, war dieser Rico der eigentliche Grund, dass Ihre Tochter aus dem sündigen Berlin dann mal ins brave Erftstadt zur Oma exportiert wurde? Ja, das spielte sicherlich auch eine Rolle. Wobei ich wirklich dachte, dass Kim sich eigentlich von ihm getrennt hat. Aber das hab ich auch, Mama, wirklich. Ich bin mit Yannick zusammen und Rico war nur ein einziges Mal in Erftstadt, um mir Sachen zu bringen, die ich bei ihm vergessen habe. Aber danach ist er wirklich direkt wieder gefahren. Also wir fragen Rico einfach selber. Wie heißt er vollständig und die Anschrift bitte? Das sage ich nicht. Okay. Rico hat mit dieser Sache hier nichts zu tun, dann ziehe ich ihn jetzt auch nicht mit hier rein. Okay, Berlin. Hm. Sie haben natürlich immer das Recht, Fragen von mir nicht zu beantworten, wenn Sie sich selber belasten müssten einer Straftat. Mit anderen Worten, wenn ich es so übersetze, wenn Sie zusammen mit Rico oder wie auch immer was Falsches gesagt hätten oder irgendwas sich das selber angetan hätten, irgendwo so in dieser Richtung, dann bräuchten Sie Fragen von mir nicht beantworten. Bitte, was weiß oder so? Ganz klar, das habe ich nicht. Und Rico hat auch mit dem ganzen Zeug überhaupt nichts zu tun. Aha, ja, dann ist es für mich, Kimberly, aber auch ganz klar, dass Sie keinen 55 haben. Das heißt, ich muss Sie dann nach 70.2 Strafprozessordnung zu einer Antwort zwingen. Und da helfen Ihnen 16 Jahre nicht von Ordnungsgeld, Beugehaft notfalls. Also, machen wir es kurz. Rico, wie heißt er hinten? Wo wohnt er? Vergessen Sie es, aus mir bekommen Sie gar nichts. Ich gebe Ihnen eine Chance, über Ihre Mutter mal damit zu reden. Ja? Das heißt, ich mache mal eine kurze Unterbrechung und dann versuchen Sie mal Ihrer Tochter den Ernst der Lage zu erklären. Sie hat kein Zeugnisverweigerungsrecht hier oder kein Auskunftsverweigerungsrecht. Ja? Die Verhandlung wird zu lange unterbrochen. Kimberly, es geht jetzt wirklich darum, dass du hier auspackst. Na, ist mir hast du gehört, was die gesagt haben? Verdammt noch mal, Kimberly! Was war das denn? Ach, redest du wieder mit mir? Ach komm, Bini, jetzt sei mal nicht so. Ich will doch einfach nur wissen, warum ihre Mutter so krass abgegangen ist. Weil ich nicht gelogen habe. Diesen komischen Typen gibt's wirklich. Und jetzt will Kim nicht damit rausrücken, wie er heißt. Ja, aber dafür hat sie auch einen guten Grund. Hä? Also, ich habe jetzt aus meiner Tochter auch nicht mehr rausbekommen. Sie weigert sich strikt, den Namen und die Adresse von diesem Rico rauszugeben. Ich bin nicht an sie rangekommen. Scheint ein bisschen häufiger zu sein in der letzten Zeit. Dann machen wir erst mal so weiter. Vielleicht überlegen Sie sich's noch, Kimberly. Ich habe Zeit, bevor ich zu anderen Mitteln greife. Ja, aber dass Kimberly alles tut, um hier ihren Freund vor einer Aussage zu bewahren, lässt sie nur auf eins schließen. Er hat sie angegriffen. Und ich möchte mal behaupten, dass sie vermutlich noch mehr vor ihm Angst hat, als vor allem anderen auf dieser Welt. Das ist alles Spekulation, aber eins halten wir doch mal fest. Das Motiv ihrer Mandantin ist doch viel stärker geworden. Sehen Sie mal, die Sabine ist tatsächlich zu Unrecht rausgeworfen worden von der Frau Lambert, weil das mit dem Rico ja doch stimmte. Das heißt, ihre Wut auf die Kimberly, die war doch wirklich berechtigt. Ja, also ich würde es gerne anders sehen, aber inzwischen bin ich auch der Meinung. Ja, natürlich. Momentchen mal, das heißt, Sie glauben aber weiterhin, dass die Angeklagte ihrer Enkelin die Schnittwunde zugefügt hat. Warum? Also, Sabine war vollkommen außer sich, als ich ihr gesagt habe, dass sie nicht mehr kommen darf, dass sie das Haus verlassen muss. Ich habe sie wirklich noch nie so gesehen. Sie ist völlig ausgerastet und hat sogar eine meiner teuersten Vasen gegen die Wand geschmissen. Tut mir doch auch leid. Frau Lambert, wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass Sie und die Sabine so eine enge Beziehung und Freundschaft miteinander aufgebaut haben? Naja, das war so. Im März 2010, da ist mir beim Einkaufen meine Einkaufstasche gerissen und alles ist auf die Erde gefallen. Und Sabine war in der Nähe und hat mir geholfen, die Sachen einzusammeln und auch mit nach Hause zu bringen. Und da habe ich sie natürlich dann auf ein Stück Kuchen eingeladen, habe einen Kakao gekocht und wir haben uns also richtig, richtig nett unterhalten. Sie kannten sich ja schon vorher vom Sehen, nehme ich an, weil Sie wohnten in der gleichen Straße. Ja, wir wohnen in der gleichen Straße. Wir waren uns nicht fremd. Und von da an haben Sie sich regelmäßig getroffen? Ja, Sabine kam öfters zu mir und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist ja nun mal auch so ganz ohne Familienanhang, außer ihrem Vater hat sie keinen Menschen auf der Welt. Und meine Familie ist auch sehr weit weg. Und ich habe es einfach genossen, so ein frisches, junges, lebendiges Wesen neben mir zu haben. Und aus dem Grunde hätte ich das auch sehr, sehr gerne gesehen, wenn sie sich mit meiner Kim angefreundet hätte und sehr gut verstanden hätte. Mama, ich schwöre dir auch, ich wollte mich wirklich mit ihr anfreunden. Ich habe sogar versucht, sie beliebter zu machen bei den anderen Mitschülern. Aber bei der ist einfach nichts zu machen. Sag mal, wen willst du denn verarschen, Kim? Hä? Herr Breitner, bitte nicht in diesem Ton, ja? Es sind hier Jugendliche. Ja, Entschuldigung. Bitte. Schatz, ich kann das was jetzt leider nicht mehr. Was ist denn los, Herr Breitner? Was ist das jetzt? Ich überzeuge dir das jetzt, ja?
So. Was ist denn los?